Was glaubst du? Wie viele Punkte kann man maximal in einem Splatoon 3 Revierkampfmatch sammeln? Gute Runden, wenn man spielt, hat man so vielleicht 1300, 1400 Punkte. Aber wie viel ist wirklich möglich? Hätte ich vor dem Video raten müssen, hätte ich so roundabout 2000 gesagt. Aber was jetzt die wirkliche Antwort ist, dem gehen wir in diesem Video nach. Viel Spaß mit dem nächsten Splatoon 3 Experiment. Was ist die höchste Punktzahl im Revierkampf, die man erreichen kann? Ich nehme mir die am besten einfärbende Waffe. Das ist die Airbrush MG meiner Meinung nach. Und jeder hat mir das eigentlich bestätigt, den ich gefragt habe. Und schnappe mir 4 Leute, die all die Tinte, die ich einspraye, direkt hinter mir wieder wegmachen, damit ich 3 Minuten lang nur auf fremden Boden tinten kann und dadurch 3 Minuten lang möglichst viele Punkte sammeln kann. Das Beste ist natürlich, wenn man dabei einfach im Kreis läuft. Das heißt, wir haben uns die Perlmut Akademie genommen, weil man da richtig geil im Kreis in der Mitte laufen kann. Das heißt, ich färbe ein, die anderen machen meine Tinte weg und dann schauen wir mal, wie viele Punkte in 3 Minuten möglich sind. Alter, jetzt bin ich übel gespannt, was es wird. Oh mein Gott, ist das stupide. Das machen wir jetzt 3 Minuten lang. Ja, Mann. Aber ich glaube tatsächlich, die Fläche ist hier zu klein. Also ich habe viel Zeit, in der ich nicht auf neue Tinte spray. Ich glaube, wir müssen uns dann nochmal irgendwie eine größere Fläche suchen oder so. Okay, Hälfte der Zeit haben wir jetzt gleich erreicht. Und wir sind bei 1,3. Wir sind bei 1,3. Okay, wenn wir so weitermachen, habe ich 2,6. Oh, das steht da ein bisschen ungünstig platziert, aber ist okay. Dadurch muss ich nämlich immer eine Abkürzung nehmen und dann hole ich auf, weil ich dann eben ein Stück der Strecke nicht einfärben kann. Ja, yeah, let's go, komm schon! Let's go! Oh, ich weiß gar nicht, irgendwie 2,6, 2,7, irgendwie sowas. Yeah. Mist, verloren. Okay, 2,6. Aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. 2600 Punkte ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber da hat mir schon das erste Mal Blut geleckt. Wir wussten, wir haben noch lange nicht alles perfekt gemacht und kamen schon auf über 2500 Punkte. War also 3000 Punkte ein erreichbares Ziel? Um unsere Taktik noch ein bisschen zu perfektionieren, haben wir uns einen größeren Rundkurs auf einer anderen Map geguckt. Weil auf der Perlmut Akademie ist es definitiv passiert, dass ich meine Kollegen ab und zu irgendwann eingeholt habe und dann weiß man schon, man hat nicht mehr die maximale Einfärbepower. Deshalb sind wir in den Flunder Funpark gegangen. Boah, ich überlege gerade, ob wir vielleicht irgendwie eine geile Runde so in dem Spawn laufen, weil der ist ja auch komplett rund. Weil hier ist halt sau viel Platz. Das können wir alles einfärben. Und zwar laufen wir fangen es noch nicht an, ich zeig's euch einfach, wir laufen quasi hier lang. Da kann ich richtig schön viel rechts, links. Genau, und dann quasi hier runter. Ja. Genau, und dann quasi wieder hier runter und dann geht die Runde von vorne los. Okay, perfekt. Okay, aber damit habe ich mehr Fläche. Aber die Runde kann man nicht vorzeitig irgendwie beenden, oder? Boah, ich habe eine Idee. Wir machen jetzt ein... Das war nicht meine Idee. Okay, warte, komm, wir probieren mal was. Kommt mal hoch. Stellt euch mal in einer Reihe auf, so hintereinander, immer mit so einem Meter Abstand. Ja. Ich hab so eine Ahnung. Wir hatten uns einen Schlachtplan gemacht. Jetzt ging es nur noch darum, ihn umzusetzen. Können wir unseren Rekord von der Perlmut Akademie schlagen? Okay, dann laufe ich hier auf dem Weg zu euch rüber, färbe ich dann schon mal viel ein. Nein, da kommt eine Wand! Nein! Oh, okay, egal, wir probieren es trotzdem. Wir schauen einfach, wo wir von den Punkten landen. Okay, ich muss oben lang. Okay, wir sind auf einem ähnlichen Kurs wie vorhin. Aber ich habe ja am Anfang ein bisschen verkackt. Wir sind jetzt ja so bei 1300 in der Halbzeit. Aber ich habe ja am Anfang verkackt. Also wenn ich quasi schneller rüberkomme, dann müsste da auf jeden Fall mehr drin sein. Okay, ja, es müsste ungefähr, glaube ich, so wie vorhin gewesen sein. Auch wieder 2,5, 2,6, aber mit dem beschissenen Start. Verdammt, das ist, glaube ich, ein Tick weniger. Okay, aber 2,7 ist auf jeden Fall drin, eventuell sogar 2,8. Ob wir 3 schaffen, müssen wir schauen. Es waren sogar ein paar weniger Punkte als auf der Perlmut Akademie. Das ist frustrierend. Wir wussten aber, dass wir definitiv einiges falsch gemacht hatten. Deswegen sind wir ohne große Umschweife direkt in eine neue Runde gegangen, in der Hoffnung, jetzt besser zu sein. Alles klar, los geht die Runde. Let's go. Woo! Die läuft besser. Die läuft deutlich besser, die Runde. Oh, die läuft deutlich besser. Oh mein Gott. 3 ist, glaube ich, legit möglich. Also, aber ultra knapp. Aber ich glaube, es ist möglich. Oh mein Gott. Die ist so viel besser, die Runde. Aber 3 wird es nicht ganz, aber... Nein. Achtung, Meister. Ja, dann fahre ich lieber. Wie viel haben wir? 3 wird, ich glaube, 2,7, 5 oder 2,8, glaube ich. Ja. Also ich glaube, die erste Hälfte war besser. Gegen Ende sind wir, aber das kann auch sein, dass die erste Hälfte besser war, weil wir vielleicht noch mit mehr Punkten von meiner eigenen Base kommen. Vielleicht mache ich noch mehr in meiner eigenen Base. Alter, aber 2,8 ist strong. 2,8 ist richtig strong. Siehe da!
2829 Punkte. Wir kommen unserem Ziel der 3000 Punkte immer näher, aber unsere Strategien waren tatsächlich mittlerweile schon ziemlich ausgereizt. War es möglich, mit der aktuellen Strategie, wenn wir sie wirklich bis ins letzte Detail ausreizen, die 3000 Punkte zu erreichen? Wir haben direkt nochmal eine Runde hinten rangehängt. Ich glaube 2-9 fast. 2-9-0-2. 1902 Punkte. Weniger als 100 Punkte trennen uns vom Ziel, die 3000-Punkte-Grenze zu erreichen. Aber langsam gehen uns die Ideen aus. Wir hatten überlegt, gibt es eine Waffe, die besser färbt? Gibt es eine Spezialfähigkeit, die schneller mir meine Tinte wieder zurückgibt oder mehr einfärben kann? Woran können wir noch schrauben? Und dann kam uns die Idee, vielleicht ist die Spezialwaffe gar nicht so gut. Was, wenn ich auf meine Spezialwaffe verzichte und wirklich meinen Tintentank bis auf den letzten Tintentropfen leer mache, bevor ich meine Spezialattacke zünde, weil ich das Gefühl habe, dass die Animation des Hais mir zu viel Zeit raubt? Das ist dann 5 Punkte oder so. Ich glaube 2980 oder so. Nein! Oh, nein! 2996! Nein! Ey, Jungs, es ist möglich. Wir schaffen das. Möglich, ja. Das ist definitiv drin. Die Special hat uns gekillt. Das ist die hat uns geschadet. 2996 Punkte. Unglaublich frustrierend. Aber in dem Moment war uns klar, 4 Punkte, das ist machbar. Wir versuchen die Ulti, soweit es geht, zu streichen und wirklich vollen Fokus auf das Sprayen mit der Airbrush MG legen. Wir müssen diese 3000 Punkte doch knacken. Ja, Mann! Yes! Let's go! Oh, mein Puls! Oh mein Gott, GG! Oh mein Gott, Alter! Alter, ich fühle mich schlimmer als eine K.O.-Challenge! 3051! Alter, damit bin ich zufrieden. Und damit ist bewiesen, dass die 3000-Punkte-Barriere auf jeden Fall erreichbar ist. Natürlich kann man das auch an die Spitze treiben, aber wir waren mit den 3000 Punkten sehr zufrieden und dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr noch ein weiteres Video sehen wollt, wir haben hier oben die erste Runde Hide and Seek gespielt. Es war so gut. Schaut euch das auf jeden Fall an und vielen Dank an meine Kanalmember.